Uhren sind Meisterwerke der Zeit und mehr als nur Schmuckstücke, die man am Handgelenk trägt. Es ist kein Geheimnis, dass reiche Menschen gerne sehr teure Uhren kaufen. Für den einen dienen sie als Investition, für den anderen als eine Wertanlage. Heute möchte ich euch die 5 teuersten Uhren der Welt vorstellen und zeigen, mit welchen Preisen sie gehandelt werden. Seid gespannt und bleibt bis zum Ende des Videos. Die 5 teuerste Uhr der Welt ist Jaeger LeCoultre Joaillerie 101 Manschette. Die Uhr ist 26 Millionen Dollar wert und wurde Gerüchten zufolge Queen Elizabeth II. Zu ihrem 60. Jubiläum geschenkt. Mit ihren zahlreichen Diamanten und der kleinen verbauten mechanischen Uhr erinnert sie mehr an ein geschmeidiges Schmuckstück als an eine Armbanduhr. Die reine Manschette besteht aus 576 Diamanten und Weißgoldblättchen, die in einer interessanten Pavé-Fassung angeordnet sind, die ihr nicht nur zeitlose Schönheit verleiht, sondern auch den visuellen Reiz eines Kunstwerkes ausstrahlt. Jedes Stück der Jaeger LeCoultre ist ein 100%iges Unikat. Der Hersteller sorgt dafür, dass die von den Kunden bestellten Merkmale in die Uhr integriert werden, um ihr ein einzigartiges Aussehen zu verleihen. Dieses Modell gibt es auch nur 3-mal auf der Welt. Die Uhr von Jaeger LeCoultre ist so speziell angefertigt worden, dass es nur 3 Menschen gelingt, dieses Modell nachzubauen. Das ikonische Kaliber 101, das aus 98 Teilen besteht und 1 Gramm wiegt, wurde 1921 eingeführt. Nach Angaben hielt es bis 2010 den Rekord für das kleinste Uhrwerk der Welt. Uhren mit diesem Uhrwerk werden nur in sehr begrenzten Stückzahl hergestellt, nämlich nur 50 pro Jahr. Nach Angaben des Unternehmens wurde diese Uhr von Frauen geschätzt, die davon träumten, ein Schmuckstück an ihrem Handgelenk zu tragen, das die Präzision mechanischer Vorgänge mit einer raffinierten Ästhetik verbindet. Nummer 4. Breguet Grand Compilation. Diese Uhr reicht bis zu 300 Jahre zurück. Dazu muss ich euch eine kurze Geschichte erzählen, die wirklich fassend ist. Die Uhrenmarke hat mit dem Modell Marie-Antoine Grand Compilation eine Uhr mit historischer Bedeutung und vielen Gerüchten geschaffen. Ein angeblich Geliebter der französischen Königin Marie Antoinette gab die Taschenuhr 1782 in Auftrag. Die Uhr anzufertigen dauerte über 40 Jahre. Damals hatte das Unternehmen ihren Sitz in der französischen Hauptstadt Paris. Traurigerweise wurde die Uhr erst nach dem Tod der Königin fertiggestellt. Sie wurde zum Tode verurteilt. Anschließend wurde die Uhr von Sammler zu Sammler gereicht, bis sie 1925 in einem Museum in Jerusalem landete. Im Jahre 1983 wurde das Unikat gestohlen und tauchte erst 2007 wieder auf. Da bleibt noch die Frage, ob nicht diese Uhr ein Replika sein könnte. Heute hat die Uhr einen Gesamtwert von 30 Millionen Dollar. Kommen wir zur Nummer 3. Patek Philippe Grandmaster Chime. Nur einmal gibt es diese Uhr auf der Welt. Die Patek Philippe Grandmaster ist eine Armbanduhr, die zur teuersten Uhr der Auktionsgeschichte aufstieg. Mit einem erzielten Preis von 33 Millionen Dollar zählt die Grandmaster zur kompliziertesten Uhr, die je von Patek Philippe gebaut wurde. Ihre Entwicklung, Produktion und der Zusammenbau erforderte unglaubliche 100.000 Stunden. Die Armbanduhr verfügt über 20 Zusatzfunktionen, 5 akustische Funktionen, darunter 6 patentierte, einen vorprogrammierten Wecker, der bei Bedarf auch das Datum als Klingelton wiedergeben kann. Das bei Only Watch versteigerte Exemplar ist das einzige aus Edelstahl, das obendrein zu seinen unzähligen Funktionen wie zum Beispiel Datumanzeige, 2 Zeitzonen, Tag- und Nachtanzeige, Schaltjahresanzeige, auch über beidseitige Ziffernblätter verfügt. Bei diesem Modell handelt es sich eher um ein Schmuckstück als um eine klassische Uhr. Die Patek Philippe Grandmaster wurde speziell für die Auktion hergestellt. Ihr erzielter Preis machte unglaubliche 80% des Gesamterlöses aus. Die Einnahmen fließen vollständig in die Forschung der Muskeldystrophie, einer genetisch bedingten Krankheit, bei der funktionstüchtige Muskelsubstanzen verloren gehen. Das Event, das bis heute mehr als 40 Millionen Dollar eingebracht hat, wurde von Luke Patevino nach dem Tod seines Sohnes Paul, der 2016 an der Krankheit starb, ins Leben gerufen. Kommen wir zu Nummer 2. Graf Diamonds The Fascination. Diese Uhr hat einen Gesamtwert von 40 Millionen Dollar. Graf Diamonds hat ein einzigartiges, verwandlungsfähiges Schmuckstück, das sein Diamantenkonzept an der Spitze der Luxusschmuckindustrie perfekt verkörpert. Jeder von uns liebt Angebote oder Rabattaktionen. Auch Graf Diamonds bietet seinen Kunden einen Kauf-2-Zahle-1-Deal an. Für das 40 Millionen Dollar schwere Modell erhält man gleichzeitig einen voll versetzten Diamantring dazu. Die Fascination-Uhr ist mit 152 Karat feinster weißer Graf-Diamanten besetzt, in deren Zentrum ein seltener birnenförmiger Diamant von 38 Karat mit fancy Schliff sitzt. Dieser Diamant kann gegen ein diamantenes Ziffernblatt ausgetauscht werden, das stattdessen in das Armband eingesetzt werden kann, sodass ein prächtig glitzernder Zeitmesser entsteht. Der besagte birnenförmige Diamant kann dann in eine maßgeschneiderte Fassung eingesetzt und als Ring getragen werden. Die Fascination ist leicht umwandelbar und angenehm zu tragen. Sie ist ein atemberaubendes Beispiel für die Handwerkkunst von Graf, bei der die Londoner Juwelier der Marke und die Schweizer Uhrmacher ihr Bestes gegeben haben. Kürzlich auf der Basel World
vorgestellt, wird sie laut Franz Jos Graf, dem CEO des Unternehmens, voraussichtlich irgendwo in Asien ihren Weg finden. Der neue Besitzer wird allerdings sehr tief in die Tasche greifen müssen, denn die Fascination hat einen Gesamtwert von 40 Millionen Dollar. Kommen wir nun zur teuersten Uhr der Welt. Mit einem Preis von 55 Millionen Dollar hält die Graf Diamond Hellocation derzeit den Rekord für die teuerste Uhr der Welt. Wobei der Begriff Uhr hier nicht unbedingt richtig ist. Inmitten der unzähligen atemberaubenden schönen Diamanten ist ein kleines Ziffernblatt zu sehen, das von kleinen rosa Diamanten umgeben ist. Der Wert dieser Uhr entsteht nicht durch das eingebaute Quarzziffernblatt in der Mitte, sondern was es alles umgibt. Genauer gesagt besteht die Graf Hellocation aus einer Vielzahl von Diamanten. Insgesamt wiegen die Diamanten auf dieser Uhr unglaubliche 110 Karat. Die Diamanten wurden einzeln eingesetzt, um das lebendige und bemerkenswerte Meisterwerk zu schaffen. Das Armband der Damenuhr ist aus Platin gefertigt. Es wird gemunkelt, dass Herr Graf mehrere Jahre damit verbracht hat, die Steine anzuhäufen, die schließlich für die Uhr verwendet wurden. Jeder einzelne Stein wurde separat ausgewählt. Er erklärte die Hallucination als ein skulpturales Meisterwerk und eine Party aus farbigen Diamanten. Aber wieso wurde diese Uhr überhaupt hergestellt? Die Idee zu dieser rekordverdächtigen Uhr stammt von Lorenz Graf, dem Vorsitzenden von Graf Diamonds. Seine eigenen Worte waren: "Seit vielen Jahren denke ich darüber nach, eine wirklich bemerkenswerte Uhr zu kreieren, die unsere unabhängige Leidenschaft für Diamanten veranschaulicht. Die Hallucination hat meinen Traum Wirklichkeit werden lassen." So Freunde, wir kommen zum Ende des Videos. Welche dieser Uhren hat euch am besten gefallen? Lasst es mich wissen, indem ihr einen Kommentar da lässt. Wenn ihr das Video informativ fandet, lasst mir doch gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns, bis dahin.